Hallo und weiter geht's mit einem erneuten Stündchen mit Silent Hill 1 und mit mir, der kleinen Larabiata. Wir stehen immer noch hier im Klassenzimmer und haben auf dieser Ebene noch nicht wirklich alles gecheckt. Wir gucken uns jetzt noch den anderen Klassenraum an. Mit diesem hässlichen Bild hier, was wirklich sehr beunruhigend aussieht. Ja. So, hier müsste eigentlich eine Verbindungstür sein, die auch funktioniert. Wunderschön. Sie ist einfach wunderschön. Ist das auch der Raum, den ich meinte? Ja. Wunderbar. So. So, dann gucken wir uns jetzt hier erstmal um. Mei, oh. Was ist das? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kinder in dieser Schule nicht ganz normal sind. Ich meine, die ganzen Tiere hier, die Giraffen und so, alles schön. Aber der Hase gerade? Ja. Was steht hier? You. You? Fragezeichen. Du? Ah, das. Köpfe. 1, 2, 3. Okay. Er sagt aber nichts dazu, wenn man da hingeht. Sagt er wirklich nichts zu? Hier ist auch nirgendwo. Oh. Okay. Ein grimmiger Mann. Ein Bild von einem grimmigen Menschen. Auch irgendwie ist dieses. Also die Poster sind hier alle extrem klasse. Echt. You and who? Hat sich da einer aufgehängt auf dem Bild hier, auf diesem. Na, das möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Steht hier was? Das kann man. Das ist. Und ein Pinguin. Okay. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, wette ich mit euch. Wird das Radio wieder Alarm schlagen? Oder auch nicht? Aber das hier müssten die Toiletten sein. Und es bricht mich gerade wieder an, dass wir in die Toiletten rein können. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss. Oh Gott. Hört ihr das? Das ist. Hallo? Ich helfe dir gerne, aber erschreck mich nicht. Ich. Oh Gott, hab ich mich gerade. Da rechnest du doch nicht mit, aber das war doch kein Junge, der hier gerade geweint hat, oder? Oh, Leute. Mach doch sowas nicht mit mir. Oh Gott, nee. Raus, raus. Hier ist ja nichts weiter. Dann kommst du da rein, dann weint da erstmal einer. Das ist. Also das war jetzt wirklich so ein. Kennt ihr das, wenn euch das so durchzuckt? Ah, hier ist so ein. Ja! Der versucht gerade wieder mein Bein zu rammeln. Du kriegst. Den Tritt des Todes. Ruhe im Karton. Wie sieht's eigentlich mit unserer Gesundheit aus? Der war ja gerade. Doch, recht anhänglich. Use. Also ich würde jetzt. Was? Goldmedaillon. Okay. Ich werde jetzt, glaube ich, das Stahlrohr nehmen. Wenn ich das jetzt hier verstehe mit begrenztem Nutzen, heißt das bestimmt, dass es mir irgendwann in der Hand kaputt geht. Okay, weint jetzt hier auch wieder wer? Ich komme aber auch in die Toilette nicht rein. Ne? Wurde hier einer gemobbt vielleicht? Kleiner Junge, hat der vielleicht. Ja, diese verstörenden Bilder gemalt? Okay. Wir können nochmal hoch.
Okay, in den Klassenräumen haben wir nichts gefunden. Ich würde vorschlagen, wir gucken erstmal alles durch. Ich gehe erstmal jetzt aus der Toilette raus und werde dann einfach nochmal in den Lockerroom gehen. Ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken gemacht. Ich denke, man kann ja sich im Lockerroom die Teile angucken. Also die einzelnen Schließfächer. Vielleicht ist da irgendwo was drin oder ist ja möglich, ne? Ist hier vielleicht auch gleich die Treppe? Nein, hier ist keine Treppe. Ich glaube aber, wir haben jetzt hier unten so gut wie alles durchgeguckt. Statue of Hand. Ja, die haben wir gemacht. Aber da sind ja auch noch die Rätsel, die in Blut geschrieben waren. Die Bilder sehen wirklich nicht nach Grundschule aus. Und ich finde auch, hab auch so gedacht, vielleicht diese kleinen schwarzen Männchen, die ab und an mal rumlaufen und so quietschen, wenn die hinfallen. Vielleicht, also die tun uns ja nichts, das ist es ja. Und die sind das vielleicht irgendwie Geister von ehemaligen. Oh Gott. Das Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Gut. Sind das vielleicht irgendwie Geister oder Erinnerungen von den Schülern, die hier einfach. Oder gerade von dem Schüler, den wir auch gerade auf der Toilette gehört haben, der geweint hat. Man weiß es nicht. Kommen wir runter? Gehen jetzt einfach mal hier runter. Und was hat das, vor allen Dingen, was hat das mit den Klassenräumen auf sich? Ich weiß nämlich immer noch nicht, oder konnte beziehungsweise noch nicht wirklich rausfinden, ob das jetzt die Zahlen in dem einen Klassenraum. Wir brauchen Clock Tower, der ist auch eingekreist. Ja. Aber da drüben sind auch noch Klassenräume, in die wir ja definitiv nicht reinkommen, ne? Nee. Entrance. Ach, ich bin jetzt wieder auf der Höhe von. Hä? Bin ich so weit jetzt runtergegangen, ernsthaft? Ah, die geht. Geht die jetzt nur down, oder? Ich überlege gerade. Weil da sind auch noch Klassenräume, die wir noch nicht hatten und eine Halle. Ich gehe. Sorry, das ist jetzt wieder Karte auf Karte. Ich gehe jetzt einfach. Da komme ich auch nicht durch. Waren die? Ich gehe noch mal hoch. Ich muss jetzt wieder gucken. Ich habe mir das nämlich nicht gemerkt, weil da jetzt ein bisschen Zeit zwischen den Aufnahmen war. Und ich auch nicht nochmal reingeguckt habe. Es ist auch hier völlig ruhig auf dem Flur. Ich werde nochmal in den Lockerroom gehen. Ja. Ich werde nochmal in den Lockerroom gehen. Und da jetzt einfach mal alle abklappern. Und mir das Piano nochmal angucken, weil da habe ich auch nichts gefunden. Das mit der Hand ist ja das Einzige, was wir gelöst haben. So. Das heißt, ich muss jetzt auf die linke Seite. Stopp. Harry. Alles klar. Obwohl ich da eigentlich gar nicht rein will. Weil die Musik fängt wieder ganz super.
Ja, genau. Geradeaus durch die Tür. Mir kommt ja auch gerade nichts entgegen. Schön, irgendwas ist hier. Oder ist es einfach nur die Musik wieder? Ja, genau, geradeaus. Diese kleinen Männchen, die sind gar nicht so, die fand ich erst voll gruselig, ja? So, weil die so schwarz waren und so, ich bin an der Tür vorbeigelaufen. Yeah. Ich fand die eigentlich ursprünglich dolle gruselig auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, ich hab ja, bin ja stehen geblieben. Die haben uns ja nichts getan. Oh, das ist gerade nicht schön. Ich gehe jetzt hier nochmal rein und ich muss den Sound auf meinen Kopfhörern wieder ein bisschen leiser machen. Sonst verstehe ich wieder die Hälfte nicht. Und jetzt wird wieder einer an den Türen rackeln. Genau. Nichts Brauchbares im Schließfach. Nichts Brauchbares im Schließfach. Ja, doch. Aber das kommt auch von... Kommt das hier aus einem Spind vielleicht? Er sagt auch, er findet das auch gerade alles völlig normal, ne? Wir sind einfach jetzt mal todesmutig und gucken in jedes Schließfach rein oder versuchen es zumindest. Oh. Die Kameraeinstellung. Wird es lauter? Es klingt echt, als ob... Ah, da! Ach, jetzt sehe ich es. Ich bin ja auch bescheuert, ne? Oh Gott, da springt mich gleich was an. Bloß eine Katze. Oh. Jesus. Oh. Ich würde glatt behaupten, die Katze ist nicht mehr. Oh. Das arme Kätzchen. Oh Gott. Ist ja alles nicht wirklich, Achtung, bitte vergessen Sie nicht, nach Benutzen des Schließfachs Ihr Eigentum wieder mitzunehmen. Normales schwarzes Brett einer Grundschule, nichts Besonderes hier. Ja, Ihr Eigentum wieder mitzunehmen. Da hat doch tatsächlich irgendjemand seine Katze vergessen. Super. Sehr schön. Ich habe jetzt das Gefühl, das Kätzchen ist nicht mehr. Oh. Geh weg, du dreckiger Sack, du. Kriegst du welche drauf? Ach. Mit meinem Rohr. So. B-bim. Der hat bestimmt das Kätzchen gefressen. Aber da war der. Da ist immer noch ein Fragezeichen. Doch aber nichts. Oder sieht man jetzt hier irgendwo die Überreste vom Kätzchen liegen? Ich hoffe nicht. Okay, Moment. Wenn du das Kätzchen gefressen hast, ne? Fress ich dich. Düdüm. Jetzt ist das... Habe ich meine Lampe ausgemacht? Ah. Okay. Harry? Alles klar. War die Tür.
Wir kommen da gerade nicht mehr raus. Warum nicht? Ich versuche das jetzt nochmal mit dem. Nee, da geht's rein. Jetzt gehen wir hier nochmal drehen. Gott, es ist so schlimm, das Silent Hill. Ja, wirklich von Geräuschen lebt. Ach, jetzt. Da habe ich den falsch gemacht. Ja, ganz toll. Ich wollte eigentlich in den Musikraum rein. Ich bin in die falsche Tür. Ich wollte eigentlich nur, weil das gerade nicht ging mit der Tür. Oder finden wir vielleicht doch nochmal? Ich gehe doch nochmal. Zu den Schließfächern. Ich habe ja nicht alle durchgeguckt. Ich habe ja wirklich nur die durchgeguckt. Das angeguckt. Was? Hörst du auf? Was ich aber auch blöd finde, ist, man hat noch keinen getroffen. Also außer halt Sibbe. Ist das wieder zu? Nichts drin. Nichts Brauchbares. Na, ich guck lieber nach. Nicht, dass ich hier hinterher irgendwas vergesse und dann sitzen wir da. Ich hatte mir, wir gehen jetzt noch mal, wir hängen jetzt erstmal an der Bank hier fest und dann, es muss ja dadurch, dass hier draußen, ich weiß nicht, ich mache das immer an den Gegnern fest. Irgendwie, ich gehe jetzt noch mal in den Raum mit dem Piano. Hoffe, dass ich das, dass es dem Kätzchen gut geht. Natürlich. Aber das hoffen wir alle. Es lässt sich nicht öffnen, komisch, sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus. Das von allen Seiten mal betrachten. Gehen wir lieber mal auf Nummer sicher. Ich lese jetzt. Was ist das? Nee, das sah jetzt aus, als könnte man es nehmen. Das hier? Nee. Ich lese jetzt einfach nochmal hier, was das bedeuten könnte. Also, Musikzimmer, ne? Es ist im Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan, erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um es zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einigt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Vögel, Leute. Es geht um Vögel. Haben wir in irgendeinem Klassenraum Vögel gehabt? Oder vielleicht sind die Vögel draußen? Ich habe auch überlegt, wir haben ja diese goldene Plakette aus der Hand. Ich habe aber noch nichts gefunden, wo die hin könnte oder wo die hingehört. Ich werde jetzt, da ja auf der Karte der Clock Tower noch so schön, der Uhrenturm. Es ist abgeschlossen. Ja, super. Freut mich. Würde ich einfach behaupten, wir gehen mal zu diesem Clock Tower. Zum Uhrenturm. Und gucken einfach. Ich habe nämlich nichts mit Vögeln gefunden. Also, nicht wahr.
Ja. Ich muss auch erstmal gucken, wo der. Ja, ist doch gut. So. Hier ist auch wieder so ein Rüsseltier. Komm her. Komm her, du Sack. Hier. Du und deine Kumpels, ihr habt das Kätzchen gefressen. Hier ist noch einer, den habe ich schon von weitem gesehen. Der braucht sich gar nicht verstecken. Ich finde es aber auch schön, wie er immer direkt gleich an mich dran will, ne? So. Okay. Jetzt gucken wir hier unten nochmal. Wo sind die? Wo sind die? Ach, Classroom, da. Ah, der hier waren wir auch noch nicht. Okay. Vielleicht finden wir ja hier die Vögel. Aber hier ist gerade wieder irgendwas. Das ist schön. Können wir nichts machen. Hier waren. Doch, hier waren wir doch schon, hä? Wieso? Und in der Halle waren wir auch noch nicht. Oh, dieses Quietsch! Wo läuft es hin? Ist hier auch dieses hässliche Bild? Nee. Nein. Who are you? Steht hier drin. Oder drauf. Ja. Who are you? Wo ist denn jetzt dieses kleine quietschende? Das ist aber fast. Das sieht ver. Hallo. Frisst du mich? Tust du mir weh? Tust mir nicht weh. Oh, wie ist. Es ist ein. Ist das ein Pinguin? Warum eiert der hier so an dem Tisch rum? Warte, ich gehe zurück. Der eiert hier an dem Tisch rum. Pinguin, möchtest du mir was zeigen? Hier an diesem Tisch? Kann ich mit dir reden? Nein. Quietsch! Oh, ist das, irgendwie ist das süß. Der rennt hier. Oh. Wie es immer hinfällt, ja. Oh, goldig. Ich gehe jetzt mal hier raus. Quietsch. Aber das muss was zu bedeuten haben. Ich weiß es nicht. Das hier ist die Halle, ne? Nein, es ist. Was? Welche Seite ist jetzt die Halle? Da ist der Classroom. Dann ist das die Halle. So, da gehen wir rein. Dann finde ich das. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Vögel. Jetzt geht mir das mit den Vögeln nicht mehr aus dem Kopf. Mir geht das Vögel nicht mehr. Oh Gott. Nein, nein. Wir behalten das Niveau einfach mal bei. Und ist hier auch so ein kleines Tier? Oder so ein. Oder bin ich jetzt wieder im selben Klassenraum? Ach Gott, bin ich hohl. Wir gehen wieder. Ja. Aber hier ist dieses kleine Tier. Ich verstehe es nicht. Hat das vielleicht was mit dieser Dings zu tun? Der da oben sieht aber auch nicht wirklich blendend aus. Ich glaube, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Nicht, dass ich wieder in die gleiche Tür und wieder im selben Klassenraum lande. Das ist ja, dann kommen wir hier echt nicht weiter. So. Haha. Neuen Cut. Und hier waren wir. Das sind im Endeffekt echt Kopien von. Ich verstehe. Car. Auto. Das.
Oh ja, super. Das waren ja alles richtig, richtige kleine Künstler hier. Wolf. Ja. Okay. CA. K. Was ist das hier? Kann man das lesen? Kann man nicht lesen. Hier die Karte runterholen? Auch nicht. Aber das muss was zu bedeuten haben, oder? Diese kleinen schwarzen Männchen? Wie immer, was ist das jetzt so? Ah, ah, hier hängt ein Zettel. Kann man da irgendwie... Nö. 9-1, die Zahl hatte ich mir aufgeschrieben. 9-1 irgendwas? Ja. Ja, irgendwie, weiß ich mal auch nicht. Kleinen Moment, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Können wir auch direkt weitermachen. Guckt er irgendwo hin? Nee. Zoo. Ich habe keine Ahnung. Kann das einfach sein, dass ich zu doof bin? Okay, ich gehe jetzt einfach. Ich jetzt hier wieder raus. Aus welcher Richtung kam ich denn? Aus der. Jetzt muss ich überlegen, was diese kleinen schwarzen Männchen zu bedeuten haben, die aussehen wie Pinguine. Die sehen wirklich aus wie Pinguine, also meiner Meinung nach schon. Das ist wieder Classroom. Da geht's down. Und ich will down. Wir gucken jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal zum Clock Tower, also zum Uhrenturm. Was ist denn das da für eine... Okay. ja. Gut. Super. Boiler Room. Ew. Aber... Da ist ein Schalter. Wollen Sie den Schalter betätigen? Ja. Bist du dir sicher, dass nichts passiert ist? Ich. Okay. Okay. Rätsel? Rätsel. Notice. Lies dir mal die Notiz durch. Das ist vielleicht. Kommen wir an die Räder ran. Oh, hier steht was. Hier steht überall was. So, stellen wir uns mal dahin und lesen uns das mal durch. Nein. Nein, wir lesen uns das nicht durch. Tier ist fest zu, es lässt sich nicht drehen. Ich weiß nicht, wozu es dient. Besser nicht anrühren. So, Tier ist fest. Ich weiß nicht, wozu es ist. Besser nicht anrühren. Das würde er jetzt bei jedem sagen. Dann gehen wir erstmal hier hinten weiter gucken. Was ist hier Tolles? Das ist eine Schalltafel. Kann der Gute sich ducken? Nee, kann er nicht. Gut, ja. Gehen wir mal wieder raus. Hier ist ja noch ein Room, ne? Hier unten. Oh, ich möchte. Was ist das? Oh, wenn ich das hier aufmache. Da oben hat auch in der Toilette nichts drin. Ein Kind geweint. Und das ist auch komisch. Und denn diese quietschenden kleinen Viecher, das Schloss klemmt. Aber da im Boiler Room. Da hingen so viele Zettel. Warum?
Sagt er mir das nicht? Und eine Notice. So. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das einfach nur da, oder? Das sieht so aus, als könnte man es lesen. Macht er aber nicht. So, und die Dinger will er nicht anfassen. Und wenn ich mich hier in die Mitte stelle, um das zu lesen. Nee, sagte. Was sind hier? Will ich nicht anfassen. Er will auch. Ja. Besser nicht anrühren. Er möchte auch hier nicht unbedingt die Notiz lesen. Möchte er nicht. Hat er abgewählt. So, wenn ich jetzt hier nochmal drücke. Ja, nichts scheint zu passieren. Okay. Aber er sagt mir auch nichts. Was? Okay. Dann sollte ich vielleicht jetzt die Treppe auf der anderen Seite nehmen. Nee, ich muss hoch. Ich muss hoch und dann Treppen auf der anderen Seite nehmen. Ach, geht's wieder los, ja? Schön. Es ist auch dieser Gang. Ja, und da will ich runter. Heißt, ich laufe jetzt hier bis zum Schluss. Oh, Leute. Fliegt viel höher als die Taube und so. Ja, Harry, ruh dich aus. Ich bin im Rätsel echt ein Null, ne? Geradezu. Hier kommt mir auch nichts entgegen. Hier sind auch nirgendwo in den Klassenräumen. Hier war auch nichts großartig mit der Vogel hier und der Vogel da und generell. Ich möchte gerne was schaffen in dem Part heute. Wenn ich euch schon eine Stunde belästige, möchte ich auch, dass was bei rumkommt. Nicht wahr? Wir gehen jetzt erstmal zum Clock Tower. Zum Unter. Da lasse ich mich jetzt mal kurz nicht von abbringen. Ich will einfach mal gucken, ob wir da jetzt was machen können. So. Gehen jetzt erstmal raus in den Courtyard. In den Hinterhof. Heißt das Hinterhof? Hier irgendwo müsste der doch sein, oder? Nee, hier ist eine Bank. Hier draußen ist auch so. Ah! Aha! Okay. Passt. Moment, was ist das? Gehst du mal ran und eine goldene Sonne. Können wir da vielleicht das hier einsetzen? Use. Ach, guck an, eine goldene Sonne. Schön. Was braucht er hier drüben? Ein silberner Mond. Okay, eine goldene Sonne, ein silberner Mond. Turmtür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 12 Uhr stehen geblieben. Ah ja, 12 Uhr, da war doch an der Rezeption dieses Rätsel ab 12. La 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 la. Da gehen wir direkt mal hin.
Da gehen wir direkt mal hin und lesen uns das nochmal durch, weil ich denke mal, dass uns das vielleicht weiterbringen könnte. Ich möchte ja auch gerne noch ein bisschen definitiv die falsche Richtung. Again. So. Hier müssen wir. Ah ja, genau. Lauf doch nicht so schnell, Kollege. So. Nee. Also die Zettel, die wirklich wichtig aussehen, sind nicht wichtig. Dann können wir hier direkt auch nochmal speichern. Hier lag das irgendwo. Es ist in Blut geschrieben. Das war ja auch hier, glaube ich, oder? Es ist in Blut geschrieben. Ein Ort mit 12 Uhr. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschollenen Sprachen erwacht beim verfügten Befehl. Der Musikraum. Das kann nur der Musikraum sein. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschollenen Sprachen erwacht beim verfügten Befehl. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich gucke mir das jetzt hier auch nochmal an. 5 Uhr, die Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Okay. 10 Uhr, Alchemielabor. Gold auf der Handfläche eines alten Mannes, die Zukunft verborgen in seiner Faust, gegen das Wasser des Weisen eintauschen. Genau, das haben wir gemacht. So, ich muss mir das jetzt hier mal ein bisschen einprägen. Moment, also nochmal. 12 Uhr, ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschollenen Sprachen erwacht beim verfügten Befehl. Das ist wieder so kryptisch, dass ich das wahrscheinlich wieder, dass ich wahrscheinlich eigentlich bestimmt übel naheliegend ist. Und ich wirklich wieder nicht drauf komme. Ich kenne das von. Wo war denn hier? War hier nicht was zum Speichern? Nicht? Ach so, nee. Nee. Der Speicherpunkt war. Moment. Im Infirmary. Okay, 12 Uhr also. Dann muss es ja. Als wir das mit dem alten Mann gemacht haben, also mit der Hand, mit der Skulptur. Machst du bitte dein Licht wieder an? Mit der Skulptur muss es ja dann 5 Uhr gewesen sein. Das heißt. Sorry, ich glaube, ich bin am Infirmary vorbeigelaufen. Nein. Auf der anderen Seite. Didim. Ja, ich bin so dumm. Hier, nämlich. Ja, ich habe nur keine Ahnung, was das mit den Sprachen zu bedeuten hat, oder? Erwacht beim richtigen Befehl? Vielleicht. Wir machen mal New Save. Ja, ihr seht, ich habe zwischenzeitlich nochmal gespeichert. Wir gehen jetzt nochmal in den Musikraum. Vielleicht hat ja. 12 Uhr. Genau. Wir gehen jetzt nochmal. Vielleicht hat sich ja jetzt irgendwas verändert. Der Musikraum war aber auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Hier kommen wir nur down. Ne, hier kommen wir gar nicht down. Das war, ja, das war, wo wir gerade im Boiler Room waren, genau. So, dann gehen wir jetzt nochmal einmal rüber und dann wieder hoch. Das ist der Plan.
Ob der auch so gelingt, werden wir sehen. Wird sich zeigen. Zack. Ja. Nee. Andere Seite, oder? Oder mussten wir jetzt durch eine Tür? Ja, wir müssen durch eine Tür. Und ich hoffe, es ist die... Ja. Ich bin ausnahmsweise mal richtig gelaufen. Wenn ich mich nicht so anstrenge und nicht mehr so nervös bin, geht es auch. So, nämlich. Dann gehen wir jetzt ins Musikzimmer. Ich habe das nur mit den Sprachen nicht verstanden. Mit den... Moment. Ist das? Ich überlege nämlich gerade, in der Bibliothek könnten ja rein theoretisch verschollene Sprache, da könnten ja Bücher drin sein. Wo was in einer verschollenen Sprache steht. Nicht wahr? Oder zumindest... Moment, ich muss noch mal gucken. Es ist... Gerade könnten wir da jetzt rein? Ja, nein, vielleicht? Ja. Ich gucke jetzt... Was? Schön. Echt schön. So, wir gucken jetzt hier einfach nochmal die Bücher an. Doch, es ist notwendig. Harry. Mach mich nicht alle, ey. Steht hier was Interessantes? Können wir das... Kein besonderes Buch. Hier sagt er zumindest schon mal was anderes. Okay. Kann man die Leiter nehmen? Nein. Ach Quatsch. Ich guck, ja, sorry. Hier kommen wir, oder? Sagt ihr hier was? Keine brauchbaren Bücher. Ja, weil keine Bücher. Aber das hier ist auch bloß, Aber das ist ja sowieso, bloß erstmal dieses, Ich möchte mir mal dieses kranke Poster hier angucken. Ich finde das auch... Ach, jetzt verstehe ich, dass es... Ich gehe jetzt mal hier rein. Oh Gott, ey. Dass er gleich so nah kommt. Ja. So. Okay. Dachte, dass er vielleicht irgendwie dadurch, dass ich das Rätsel jetzt nochmal aktiviert habe. Ich habe ja hier vorher nicht alle durchgeguckt. Hier ist eine Wand einfach mal. Ja. Ja. Nein. Zurück. Oh Gott, Harry, ich hatte jetzt die Hoffnung. Aber nein, anscheinend nicht.
aber 12 Uhr ein Raum mit Sang und Klang. Da gehen wir jetzt auch hin. Hier steht was. Chicago, was? Chicago News. Können wir aber nicht lesen. So. Genau, runter. Runter und dann links. Und zu weit. Haha. Jetzt ist es rechts. So, gucken wir noch mal den Musikroom an. Locker Room. Der Musikroom ist noch ein Stück weiter hinten. Didim. Der hier nämlich. So. Piano. Hier steht nämlich. Ah, jetzt sind die Tasten. Jetzt ist es offen. Yay. Super. Piano spielen konnte ich schon bei Fatal Frame 4 nicht. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Und eine stille Taube flog weiter als der Pelikan, soweit sie konnte. Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube. Ich werde mir das gleich, glaube ich, mal so in Kurzform notieren, aber ich möchte mir erstmal das Klavier angucken. So. Auf einigen der Tasten ist Blut. Bedeutet das etwas? Soll das Klavier überprüft werden? Ja. Dolle Ding. Okay. Okay. Ich bin so ein Musikass, ehrlich. Ich glaube, das hat was mit den Tasten zu tun. Die Tasten Pelikan höher, tiefer. Ja. Okay. Ich werde mir jetzt erstmal in Kurzform aufschreiben. Wenn ich denn ein Blatt finde. Ja. Und einen Stift. Vorher trinke ich noch mal. Jetzt bin ich. So, jetzt. So, Vögel ohne Stimme. Ohne Stimme. Das hat was mit den Tasten zu tun. Ich werde mir danach auch definitiv noch aufschreiben. So. Erstens, gieriger Pelikan. Pelikan.
weiße Flügel. So. Okay, Pelikan, weiße Flügel. Zweitens Taube. Weiter als Pelikan. Konnte. So. Man weiß ja nicht, was da jetzt alles wichtig von ist. Dann kommt der Rabe. Rabe. Höher als Taube. Dann Schwan. Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden. Gleich bei einem anderen Vogel. Anderen Vogel. Habe eine ganz tolle Schrift. Zum Schluss Krähe. So, wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird der zu der silbernen Belohnung führen? So, Krähe schreibe ich noch hin, schnell zum Stehen. Und gähnt und nickt ein. Nickt ein. So, das ist das. Ja, ich bin im Rätselraten ganz dolle Bombe, aber ich denke mal, die Farbe der Vögel, Schwan weiß, Krähe, Rabe schwarz. So, bedeutet das etwas? Soll das Klavier? Ja. Gut, es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tasten. 7. Okay. So. Ich schreibe mir jetzt erstmal die weißen Tasten auf. Tasten weiß. 1. Funst. 2 nicht. Die 3. Funst. So, die 4. Funst auch. Die 5 nicht. Die 6 auch nicht. Funst. So, Funst. Kommen jetzt die schwarzen Tasten. Es geht ja um Vögel ohne Stimme. Also denke ich mal, wir müssen die benutzen, die nicht gehen. So, die erste geht nicht. So, die zweite. Funst. Die dritte geht auch.
Kunst. Die vierte. Funzt auch. Und die fünfte. Funzt nicht. Also, wenn wir jetzt nochmal davon gehen, der Pelikan, weiße Flügel. Taube, weiter als er, so weit sie konnte, das sind schon mal zwei weiße. Schwan sind drei weiße. Dann Krähe. Krähe und Rabe. Das passt überein mit den Tasten, die nicht funktionieren. Das heißt, Vögel ohne Stimme, alles klar. Ich gehe noch mal weg vom Klavier und gehe noch mal ran. So. Ja. Also. Der gierige Pelikan, weiße Flügel. Sind bei einem anderen Vogel. Okay. Okay, also der Pelikan, würde ich sagen, ist die zweite Taste. Pelikan. Die Taube weiter als der Pelikan, soweit er sie kann. Also würde ich sagen, die 6. Dann kommt der Rabe. Der fliegt höher als die Taube. Das ist denn der hier. Höher als die Taube. Dann kommt ein Schwan. Sucht sich einen friedlichen Platz bei einem anderen Vogel. Und dann kommt die Krähe. Oh Gott, ich bin. Leute, ich bin. Oh. Das ist gerade. Oh Gott. Ja. Also, ich hätte jetzt echt ein Medaillon. Leute. Also demnach, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das echt so, also ich bin, oh, Leute, und ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe das jetzt echt aus meinem eigenen, oh, Leute. Verzeihung. Darauf muss ich jetzt erstmal einen Schluck trinken. Ich sehe gerade, wir haben sowieso bald die Stunde rum. Und von daher würde ich sagen, belassen wir es jetzt auch dann erstmal dabei. Ich erhole mich jetzt erstmal von meinem Triumph. Ich habe immer gedacht, ich bin übel blöd. Aber so doof kann ich ja nur auch nicht sein, dass das. Oh Gott, ich bin wirklich, dass ich das jetzt da rausklamüsert habe. Ist echt. Ja. Jesus, also. Ja, ich stelle mich jetzt zur Verabschiedung. Ganz theatralisch neben den Flügeln. Moment. Und ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Im nächsten Part gehen wir dann zum Uhrenturm. Und ja, ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, es war euch nicht zu viel Rumgerenne und langweiliges Failen. Ich bin nun mal manchmal leicht verwirrt und ich auf welche Sachen komme. Ja. Okay. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Silent Hill 1. Tschüss.